und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir am Ende dann doch noch die Sache mit Mickey weitergemacht, weil wir leider für Vaiana nichts mehr tun konnten. Und der steht auch zufälligerweise gerade im Hintergrund. Wenn wir was gemeinsam unternehmen. Ja, ja. Und ja, mit dem machen wir jetzt mal die Quest weiter. Es ist vollbracht. Oh, wow. Lass uns Mini finden und sehen, ob das funktioniert. Bis bald. Die ist hier. Oh, hallo. Mini, du verschwindest nicht mehr. Der Verstärker funktioniert. Du hast recht. Ich bin hier. Ich bin... Meine Güte. Ich bin müde. Ich fühle mich nicht wie ich selbst. Es ist fast so, als würde mir der Halt fehlen. Etwas, das mich für immer zurückbringt. Oh, ich fühle mich, als würde ich schon ewig umherwandern. Oh, ich war noch nie so müde. Wenn ich mich nur hinlegen könnte. Wo ist mein... Ich glaube, ich hatte ein Haus mit einem Bett drin, einem weichen Bett. Meinst du, du könntest mir mein Haus zurückbringen? Wie süß! Ich hoffe, sprich mit Mickey. Hallo, Den du! Gehen wir wieder zurück. Ach, herrje, Mini sieht so müde aus. Wir müssen ihr Haus zurückbringen. Es ist allerdings schon seit einer Weile verschwunden. Ich wette, du kannst deine Magie benutzen, um Minis Haus zurückzubringen. Es ist ein rosarotes Haus mit herzförmigen Fenstern. Bis ganz bald. Was auch sonst. Die Frage ist jetzt, ja, das kommt dann automatisch hier rein. Die Frage ist nur, wo stellen wir das jetzt hin? Boah, ist das groß. Okay, das könnten wir theoretisch hier bei Dagobert... Moment, wo ist Mickey? Mickey ist hier. Machen wir das, also da unten würde ich es ungern machen, weil wir da eventuell noch anpflanzen würden. Ich hoffe, euch nervt jetzt gerade nicht, wie mich dieses Geräusch die ganze Zeit im Hintergrund. Kann ich das rausnehmen? Ich muss hier, okay. weil im Moment ist hier irgendein komischer Alarm am Laufen. Ich hoffe, den hört ihr jetzt nicht so auf der Aufnahme. Wir stellen das Ganze hier mal so ein bisschen um. Das nach links. Können wir nicht nach links? Doch. Die Sachen sind natürlich immer toll, wenn die so im Weg rumliegen. Den Baum stellen wir mal auf die andere Seite. So. So. Und dann gucken wir nochmal. Kriegen wir das Haus jetzt da rein? Ja. Andere Frage wäre, doch so rum ist, glaube ich, der Eingang. Nein, da ist... Och nee, ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Das Ding kann man auch nicht wegmachen, na gut. Ich frage mich, was Goofy gerade vorhat. Machen wir das mal weg, zack. Dann buddeln wir das mal kurz aus. So. Gehen dann nochmal da rein. Guck mal, ob wir das dann ein Stückchen verschieben können, damit das ein bisschen besser aussieht. So. Und den vielleicht ein bisschen nach vorne. Ist zwar blöd, dann da durchzulaufen, nehme ich mal an, aber egal. Gut, dann haben wir das nämlich direkt neben Mickey Maus, ne? Ich meine, wenn sie schon nicht zusammen wohnen, können sie wenigstens nebeneinander bauen. Ich verspreche, dass das Duck-Bauunternehmen dir ein Haus bauen kann, das perfekt für unsere liebe Minnie ist. 5.000. Ja, gut. Du wirst diese Investition nicht bereuen. Wie ich Minnie kenne, und das tue ich, wird sie es lieben. Ich muss mit dir Was war das denn? So. Okay. Repariere Häuser. Naja, reparieren ist relativ... So, ja, sieht doch wunderschön aus. Steht direkt neben Mickey. Das nehmen wir mal mit. Was wir eventuell machen könnten. Aber das müssten wir, glaube ich, erst herstellen, ne? Haushalt, Lager, Landschaftsgärtnerei, Wege. Gestreuter Schotterpfad. Nee, ich hätte eigentlich gerne diese Ziegelsteine. Warte, Mickey, ich komme sofort wieder. Ich glaube,
dass ich die machen kann. Ich bin mir aber nicht sicher. Es wäre natürlich optisch etwas schöner. Im Moment Zaun und Pflasterung. Hier, da brauche ich nur Steine für. Okay, ich mache mal zwei, vorsichtshalber. Ich weiß nicht, wie groß die sind. So. Okay, Miki, komm mal mit. Achso, geh und sprich mit Mini, okay. Wo ist sie denn? Wahrscheinlich im Haus. So, Wege. Zack. Oh Gott, sind die so klein? Echt jetzt? Wollt ihr mich veräppeln? So. Mehr haben wir nicht. Na gut, dann ist es zumindest schon mal angedacht, dass da so ein Pfad hinkommen soll. Okay. 2, 4, 6, 8. Also wenn ich jetzt 8 machen würde. Das steht hier aber auch ganz schön im Weg rum, ne? Moment. Das machen wir ein bisschen nach links. So. Sagen wir mal, ich mache 10. Eigentlich sind das Sachen, die ich normalerweise jetzt offline machen würde. Aber wir können ja mal schauen. Also nicht, wie es aussieht. Ich meine, wir wissen ja eigentlich, wie es geht und wie es aussieht. Aber wir können ja mal schauen, dass wir das jetzt mal hier hinsetzen. Mini dann gleich finden, hoffentlich. Ich denke mal, dass sie jetzt im Haus ist. Achso, wäre vielleicht doof, wenn ich da stehen würde, wenn ich da schon drauf bauen will. So, zack. Dann nach rechts. Achso, das muss ich ja wieder ziehen, ne? Nach unten. Links. Unten. Ich wollte gerade sagen, zieh es jetzt nach unten. So. So. Einmal das. Und das hier hätte ich bitte auch gerne repariert. Es ist nämlich doof, wenn da immer irgendwas dazwischen ist. So. Das sieht doch schön aus. Sieht dann jetzt ähnlich aus wie bei Miki. Mini ist hier oben. Ach, sie ist gar nicht da unten. Ah. Laufen wir mal eben hoch. Mini. Danke, dass du mein Haus zurückgebracht hast. Ich fühle mich jetzt viel wacher. Aber mein Kopf ist immer noch ein wenig durcheinander. Bist du Miki? Nein, ich bin Gameplayerin. Oh, es ist schön, dich kennenzulernen, Gameplayerin. Aber ich muss unbedingt Miki finden. Ich bin so lange umhergehört und alles, woran ich mich erinnere, ist, dass ich Miki gesucht habe. Es war sehr wichtig, dass ich ihn finde. Mach dir keine Sorgen, er ist hier und ich muss mit ihm reden. Toll! Hey, du! Nicht abhauen. Wir haben Mini zurück. Aber sie weiß nicht, wo sie ist oder wer sie ist. Ich werde etwas Zeit mit ihr verbringen und versuchen, ihre Erinnerungen auf die Sprünge zu helfen. Am besten spreche ich auch mit Merlin. Er weiß vielleicht, warum sie alles vergessen hat. Vielen Dank für deine Hilfe, Gameplayerin. Du bist eine wahre Freundin. Oh, das ist großartig! Ja, und er ist, wie gesagt, auf Level 10. Ich wollte gerade schon sagen, deswegen, er läuft nämlich jetzt gerade weg. Das finde ich nicht so nett. Ich würde nämlich gerne hier weitermachen. Auch wenn ich keine Stimme mehr habe. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Seit Mini zurück ist, erinnere ich mich an vieles. Ah. Zum Beispiel an meinen Lieblingsausblick über das Tal und eine Abkürzung durch das Dorf. Ich habe mich auch daran erinnert, wo ich diese magische Truhe versteckt hatte. Es muss etwas Wichtiges drin sein, aber ich kriege sie nicht auf. Deshalb glaube ich, dass sie magisch ist. Und du bist auch magisch. Vielleicht kannst du sie öffnen. Natürlich. Lass mich die Truhe mal sehen. Hier ist sie. Ich denke, er hat sie versteckt. Was denn? Bis bald! Moment, jetzt ist das... So, versuche Mikis Truhe in dein Inventar zu öffnen. Ein Spiegel. Okay. Hey du! Gameplayerin, als du diese Truhe geöffnet hast, habe ich mich an etwas Neues erinnert. Da war eine Tür. Ich weiß nicht wo. Ich erinnere mich auch an einen Teil eines Rätsels. Es ging so. Geschütze und Türme wirst du sehen. Darin für alt und neu eine Tür wird stehen. Das hört sich so an, als ob es irgendeine Geheimtür ist. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Klar.
Tür willkommen. Bis ganz bald. Jetzt musst du mir nur sagen, wo die ist. Die Geheimtür mit Mickys Erinnerung. Also ich würde jetzt so spontan mal sagen, dass die eventuell in einem Schloss ist. Angezeigt wird mir hier nichts, ne? Da würde ich jetzt... Da können wir so... Da würde ich jetzt spontan mal... Ach so, wieso gehe ich die paar Meter eigentlich nicht? Spontan mal sagen, dass wir eventuell im Schloss mal nachschauen. Da waren ja auch so Vorhänge und so, deswegen... Könnte das eventuell sein. Das ist alles offen. Die Sachen sind abgesperrt. Wobei da die Vorhänge auch drin sind. Ach, da wollte ich übrigens noch was sagen, ganz kurz. Ich vermute immer noch, dass das hier mit der Eiskönigin zu tun hat. Aber das hier habe ich jetzt mittlerweile festgestellt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist wohl der neue Teil zu Toy Story, zu dem Toy Story-Bereich. Deswegen auch dieser Alien-Kopf da drauf. Hier können wir nicht rum. Da haben wir wahrscheinlich nichts mit zu tun. Okay, aber hier scheint diese Tür jetzt tatsächlich nicht zu sein. Können wir auch nicht dran vorbei. Sei denn natürlich, die ist irgendwo hier oben, aber das ist, sieht mir nicht danach aus. Naja. Aber ob die Tür dann einfach so, sag ich mal, mitten in der Gegend rumsteht, ich weiß es nicht. Also, dass sie jetzt irgendwo, keine Ahnung, in irgendeinem Berg drin ist oder irgendwas, das würde ich jetzt auch nicht glauben, ehrlich gesagt. Normalerweise würde ich jetzt sagen, und das werde ich jetzt auch sagen, dass ich hier mal ein bisschen rumlaufe. Und Holz einsammeln. Nein, dass ich hier mal ein bisschen rumlaufe und dass ich mal schaue, ob wir vielleicht irgendwo in der Umgebung so eine Tür finden können. Ach, das ist ein Eichhörnchen. Ich wollte gerade schon überlegen, was das ist. Ich schaue noch mal kurz hier rein. Aber da denke ich mal nicht, dass wir die finden werden. Nee. Schade. Also ich schaue mich mal ein bisschen um. Und ja, schneid dann den Weg erstmal ab. Wenn ich gar nichts finde, dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. Ja, und erzähle euch die schlechte Nachricht. Ansonsten hoffe ich, dass ich die Tür finden kann. Ah ne, das ist ein Brunnen da hinten. Ansonsten hoffe ich, dass ich die Tür irgendwo finden kann. Und schalt euch dann wieder hinzu, wenn ich sie gefunden habe. Bis gleich. Aber hier kann man... Ah, Moment. Was war das? Na, zeig's mir, zeig's mir. Ah! Ja, und damit willkommen zurück. Ich habe mich sehr lange umgeschaut und habe gedacht, es kann doch nicht sein. Und das sah doch so nach... nach Schloss aus und habe dann festgestellt, dass die, die glaube ich immer hier so zu waren, verrückt worden sind. Da musste ich dann doch mal genauer nachgucken. Ja, und ich glaube, wir haben sie gefunden. Also ich bin mir sicher, weil wir können Mickey jetzt wieder ansprechen. Du hast sie gefunden, Gameplayerin. Jetzt erinnere ich mich an den Rest des Rätsels. Es geht so. Geschütze und Türme wirst du sehen. Darin für alt und neu eine Tür wird stehen. Kein bekannter Schlüssel wird gebraucht alleine. Zum Öffnen der Tür finde passende Steine. Um welche Art von Stein könnte es sich dabei handeln? Hey, sieh nur, die Tür hat Löcher, die wie Juwelen geformt sind. Vielleicht sind Edelsteine gemeint. Ja, das habe ich befürchtet, als ich das gesehen habe. Interagieren. Wir brauchen 4 zusätzliche Edelsteine, okay. Nutze das Rätsel, um die Geheimtür zu öffnen. Das Rätsel bringt mir absolut nichts, aber ich schau mal bei meinem Vorrat an Edelsteinen nach, ob wir da eventuell irgendwo Mickey-Symbol draufstehen haben. Das wäre natürlich ideal, wenn wir die jetzt schon hätten. Okay, perfekt. Einen haben wir schon mal.
2. Die können wir auch aufteilen. 3. Ja, und was ist das 4.? Das ist wieder so eine ganz tolle Quest, wo wir wahrscheinlich wieder unheimlich lange suchen werden müssen. Suchen müssen werden. Ach, was auch immer. Moment. So, dann schauen wir mal. Die, die und die können wir reinmachen. Es bleibt auch drin, ne? Ja, perfekt. So, schöne Farben. Ich tippe mal auf Lila oder sowas als letztes. Die Frage ist jetzt nur, wo kriegen wir die? Ah. Das Einzige, wo wir noch nicht abgebaut haben, glaube ich, ist die sonnige Ebene. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn es jetzt da eventuell gerade noch einen Kristall gibt, den wir noch nicht haben. Achso, da geht's runter. Oh, was ist das? Oh. Das sind dann also mehrere, aber ich glaube, dieses einfarbige, das, also so dieses orangefarbene, muss man dann immer in einer gewissen Zeit abholen, weil die sonst verschwinden, wenn ich das vorhin richtig gesehen hatte. Hier ist gar nichts zum Abbauen, oder? Hallöchen, was bist du denn? Kann man sich dir annähern? Ich kann leider nichts sehen gerade. Ne, streicheln, toll, streicheln wollte ich dich nicht. Muss ich das wegtun vielleicht? Hallo? Aufheben. Das ist auch toll, aber ich wollte mich dem Vogel annähern. Hallo. Ich gebe dir auch gerne ein paar Beeren oder so. Ja. Ich mache mal nichts. Ich glaube, der Vogel ist leicht abgelenkt durch das Eichhörnchen, was da einen Marathon gerade auf der Stelle macht. Ja, schade. Okay, funktioniert nicht. Aber hier ist tatsächlich nichts zum Abbauen, ne? Das ist doch gemein. Moment, da ist... Komme ich da rein? Wo bin ich denn hier? Okay. Ich muss erstmal hier vorne gucken. Da kann ich nämlich was abbauen. Oh, sag bloß, das ist Gold. Oh, Goldbarren, wie geil. Okay. Ja, geil. Hier ist auch noch was zum Abbauen. Baue Turmaline ab. Sag mir bitte, das ist das, was wir jetzt brauchen. Oh, perfekt, perfekt. Aber wo ich gerade schon mal hier bin, gehen wir noch mal kurz da in die Höhle. Das könnte noch... Ah, nee, Knoblauch war es nicht. Was habe ich denn jetzt hier geerntet? Ach, das war dieses Zimt oder was das war, ne? Das habe ich nämlich gar nicht gesehen, dass man hier rein kann. Oha. Das sieht ja klasse aus. Das sieht ja klasse aus. Da hinten kann man auch noch was abbauen. Da kann man rüber. Es sieht aber auch sehr weitläufig aus. Oh mein Gott, da müssen wir auf jeden Fall... Ich würde sagen, in der nächsten Folge mal in Ruhe nachschauen, was wir da noch so haben. Ich würde nämlich jetzt erstmal gerne das mit der Tür machen. Aber das muss ich mir unbedingt behalten. Das sieht richtig, richtig klasse aus da drin. Ja, und ich wünsche mir schon wieder einen Sprint-Button. So. Ich habe den letzten Teil gefunden. Es war einfach. Ja, okay, es ist kein Lila, aber es ist rosa. Ach so, muss ich mit dir reden? Nee. Muss ich irgendwas machen? Ach so. okay. Märchenbuch. Ein Märchenbuch über einen Prinzen in Not und eine Maid, die ihn rettet. Mhm. Kann ich aber nicht lesen. Okay. Kann ich wahrscheinlich erst lesen, wenn ich mit ihm gesprochen habe, oder?
Zerfleddertes Buch. Dieses Buch wurde sehr oft gelesen. Jemand hat einen Turm auf die erste Seite gemalt. Ach, hat das was mit Mickey als Zauberer zu tun eventuell? Was ist das denn? Nee, halt. Aha, ich habe die falsche Taste gedrückt. Auffälliges Buch. Ein Buch, das summt? Merkwürdig. Okay. Gehört aber zur Quest, denke ich mal. So Mickey, warte mal kurz. Lager öffnen. Ja, ich komme sofort. Ich klaue nur erstmal die Sachen aus deinem Lager. So. Was ist das? Minis Punktmusterhandbuch. Wer hätte gedacht, dass es so viele Variationen gibt? Ach du Scheiße. Okay. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Kann man stehen. Hey du! Geschafft! Du hast mir geholfen, die Tür zu öffnen. Ich wollte meine Sachen vor dem Vergessen schützen. Zuerst habe ich sie versteckt. Aber dann habe ich die Verstecke vergessen. Ich habe also Sachen zusammengetragen. Gameplayerin, ich möchte dir das hier geben. Was ist das? Ah! Es ist ein Zeichen unserer Freundschaft. Zur Erinnerung an all die Abenteuer, die wir erlebt haben. Genau so. Genau wie alle die kommenden. Fantastisch! Ach! Vajana, was machst du denn jetzt hier? Was machst du denn jetzt auf einmal hier? Ja, und was ist jetzt mit den Büchern hier, Mickey? Weil die kann ich jetzt nicht lesen, ne? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Und ich kann eins mitnehmen, aber da kann ich nichts machen. Ein Buch, das summt. Ja, ich kann es aber nicht öffnen und nichts. Komisch. Was ist denn mit Vajana? Können wir da jetzt eventuell was Neues machen? Also Mickey scheint jetzt komplett abgeschlossen zu sein. Wenn ich es richtig verstanden habe, war das, was er mir jetzt gegeben hat. Achso, da können wir mal eben gucken. Das ist nicht ins Inventar gegangen. Das heißt, das ist wahrscheinlich irgendwas. Falsche Taste. Komm, nimm das F an. Achso, das F kann ich hier drin nicht benutzen. Okay, das ist wahrscheinlich irgendein Möbelstück oder sowas, nehme ich an. Okay, dann pflücke einige Früchte. Das können wir nochmal nachholen. Ich wollte nochmal kurz hier gucken. Minimaus Level 2. Ja gut, da müssen wir wahrscheinlich nur mit ihr reden. Dann würden wir von ihr eine Aufgabe bekommen. Okay, ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal raus. Also Mickey Maus haben wir scheinbar abgeschlossen jetzt. Das ist sehr geil. Keine Ahnung, warum Vajana jetzt auf einmal wieder dabei ist. Und warum sie mir auch vor allen Dingen folgt, das verstehe ich gerade nicht so richtig. Aber es ist okay. Ich meine, wir können das gerne nochmal probieren mit dem Wald der Tapferkeit, ob wir da nochmal eben schnell Früchte pflücken können. Sind die wieder da? Ja, die sind wieder da. Schauen wir mal. Ach, okay. Man muss gar nicht alle pflücken, sondern nur... Ah, verstehe. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nicht zu viel. Dann können wir hier mit der Aufgabe nochmal kurz weitermachen. Ein Schweinchen. Oh, wie süß. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich bin mir aber nicht sicher, kenne ich das von Vajana? Ich will das ja eigentlich nicht so mischen, aber da das ja jetzt der Abschluss ist, würde ich sagen, reden wir nochmal kurz mit ihr. Oh, Gameplayerin, wie konnte ich nur meinen Freund Pua vergessen? Das süße kleine Schweinchen muss große Angst haben. Pua war nicht bei uns, als Maui und ich das Dorf nach dem Vergessen verließen. Pua muss sich hier irgendwo verstecken. Pua ist so süß. Ja, aber mach dir keine Vorwürfe. Das ist nett, dass du das sagst. Könntest du mir helfen, meinen Freund zu finden? Ich werde dir helfen, Pua zu finden, denn du bist meine Freundin. Danke. Ich weiß deine Freundschaft wirklich zu schätzen. Pua muss sich irgendwo im Dorf verstecken. Ich wette, wir können Pua mit etwas Essen aus seinen Versteck locken. Kokosnüsse wären perfekt. Ja, ist jetzt leider doch eine größere Aufgabe geworden. Kokosnüsse. Moment, da müsste ich jetzt rein theoretisch in die Welt von Vajana reisen. Da müsste ich sie rein theoretisch dann auch... Kann ich die aufheben? Nee, kann ich nicht. Auch pflücken können. Bananen sind zumindest wieder da. Achso, schnell. Warum konntest du mir das nicht mit den... wieso leuchtet das hier so? Mit den Kokosnüssen machen. Warum musste das jetzt bei der Banane kommen? So, drei Kokosnüsse. Ach, das reicht schon.
Oh, nochmal bei den Bananen. Wenn ich aber schon mal hier bin, dann hole ich natürlich auch die restlichen Kokosnüsse. Und oben war, glaube ich, noch ein Bananenkopf, wollte ich gerade sagen. Bananenbaum. Es dauert nur immer so lange, bis man wieder oben ist. Wo ist denn der Baum jetzt hin? Hä? Nee, der war hier vorne, ne? Da. So. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Aber ich schätze, dass das bei Vaiana noch ein bisschen dauern wird. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier dann doch mal lieber einen kleinen Cut. Jetzt haben wir so die... Obwohl, wir haben eigentlich mit Vaiana angefangen, glaube ich. Und haben dann letztendlich mit Mickey Mouse... Nee, wir haben mit Mickey Mouse angefangen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also dann lasse ich erstmal einen kleinen Cut hier. Und ja, wir sehen dann... Mit ein bisschen Glück vielleicht die ganze restliche Geschichte von Vaiana in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao!